Herzlich willkommen bei der Rapperlyse von mir für euch, meine Damen und Herren. Heute schauen wir von Neo an Licht. Schussbahn an. Anscheinend bringt er ein neues Album raus, wie es im Titel steht. Und das relativ bald, in 3 Monaten? Ja, in 3 Monaten. Nicht schlecht, mein Freund. Ich bin mal gespannt, was mich hier erwartet. Dieser Beat wurde diesmal nicht von ihm selber produziert, sondern von Kait oder wie man den netten Herrn auch ausspricht. Ich bin mal gespannt, was mich erwartet. Ich bin heiß, Alter. Ich bin heiß. Easter, was ich jetzt nicht schlimm finde, deswegen lasse ich das auch drin und schneide es nicht raus. Nicht nur, weil ich stinkend voll bin. Kappa. Sie fragen, wo mein Album bleibt. Genau, mir fällt gerade was ein. Dieses. Also dieses, warte mal, ihr habt doch mal auf Neo an Licht aktiv Schlupp reagiert. Und er hat auch schon dieses Album angeteasert. Ah, vielleicht. Na gut, vielleicht erfinden wir jetzt die Gründe, warum das wahrscheinlich nicht rausgebracht worden ist oder verschoben. Ich habe keine Ahnung. Aber jetzt gerade, wo er es sagt? Album bleibt. Und ich sag alles zu seiner Zeit. Denn es ist viel Scheiße passiert. Doch trotzdem siehst du, wie ich siegessicher weiter marschier. Sie versuchten, meinem Business zu schaden. Doch glaub mir, da gab's schlimmere Tage. Und nun bin ich etwas eingerostet. Doch jetzt wird aufgeatmet. Zeit für die Aufwärmphase. Als erstes werf ich Butters quer durch eine Turnhalle. Und der Scheiß ist für ihn nicht tragbar wie eine Kurzhantel. Danach bang ich. Ja, okay. Mal wieder zurück. Wir wollen ja alles so schön zusammenfassen, wie es geht. Tragbar wie eine Kurzhantel. Danach bang ich seine Chick im Brabus Coupé. Und alles, was er sagt, ist Touché. Also mach mal keine Welle, denn ich weiß, du bist ein Schauspieler. Pass auf, bevor ich dich meinem Haustiger ausliefer. Drück ruhig ab, doch ich bleibe für immer. Und an deinen Namen wird sich keiner erinnern. Um mich zu stürzen, ist es längst zu spät. Ich will ein SQP mit Selbstporträt. Muskelkrampf im Unterarm vom Scheine zählen ist schon der Normalzustand. Und du wünschst den Tarnumhang wegen deinem Armumfang. Das ist mir den. Die Line mit dem Zählen, also Geld zählen. Oh fuck, wie? Muskelkater durch Geld zählen? Muss ich echt schon mal sagen, das ist echt netter Vergleich. Und ich lass Träume zerplatzen, denn ich bin nicht gekommen, um mir Freunde zu machen. Nach meinem Album fordern Rapper Schadensersatz. Und du wünschst, du hättest dir einen echten Stahlhelm geschnappt. Du bist in meiner Sch... Okay, jetzt kommt die Hook. Ich bin mal gespannt. Anscheinend ist es so ein Diss-Track, wenn man das jetzt so nennen will. An jemanden, der ihn schaden wollte. Findest du, wie ich jetzt richtig verstehe? Aber okay. Ich bin mal die Hook gespannt. Du bist in meiner Schussbahn. Streifzüge planen. Ich lass es Bleikugeln hageln. Meine Leim macht dich kaputt, Mann. Raste aus, Maske auf. Ich hol mir, was ich brauch. Du bist in meiner Schussbahn. Mit dem Colt im Gepäck hol ich irgendwann die Goldene mit Rap. Halt lieber mal die Luft an. Game over, Peaches ist Neo unleashed. Es geht um Prestige. Ich verdug, Alter. Nee, richtig. Düstere, fette Hook. Mit einer schönen kleinen Reimkette. Nice. Oh, kann man sich echt geben, das Ding. Jo. Echt geiles Teil.
Ich komm mit Jugos zum Geschäftsessen. Bestelle Kobe-Fleisch und du Salat mit French Dressing. Von mir aus spiel den Boss auf deinem Textzettel. Doch du überschreitest nur beim Tanken mal die Hemmschwelle. Für jeden DSDS-Juro eine Bleipatrone. Bedankt euch später für die Eincheckquote. Ich bin busy, mein Tagesablauf sieht vielseitig aus. Hauptberuflich box ich deutschen Rapper Kniescheiben raus. Und weil ich noch einen Freifick im Artemis hab, sag ich per WhatsApp das Treffen mit Katja Kasavic ab. Sie findet. Warum denn, Alter? Hat er schon wieder die Alte in den Track erwähnt? Super aktiv war sie auch schon, da hat er ein paar YouTuber gedisst. Sie finden Komplimente äußerst bewegend. Doch ich meine die Ducati, wenn ich von meiner teuersten rede. Rapper sind für mich kein Hindernis, wohl eher ein gefundenes Fressen. Weil sie nur gefundenes Fressen. Und wenn du das hier feierst, warte ab, denn das war nur die Rohfassung. Nach meinem Album genieße ich Hochachtung. Ey, schnelles, nice Split. Ey, schnelles Split. Mit dem, mit dem Fasten. Also, oh, fuck, jetzt hab's wieder vergessen, ich Idiot. Essen. Weil sie nur gefundenes Fressen und wenn. Gefundenes Fressen und gefundenes Fressen. Also quasi wie ein Penner, der eine Mülltonne nach Essen sucht. Ich schnell so Spit. Du bist in meiner Schussbahn. Streifzüge planen. Ich lass es Bleikugeln hageln. Meine Lein macht dich kaputt, Mann. Raste aus! Maske auf, ich hol mir was ich brauch. Du bist in meiner Schussbahn. Mit dem Colt im Gepäck hol ich irgendwann die Goldene mit Rap. Halt lieber mal die Luft an. Game over, Peach, es ist Neo unleashed. Es geht um Prestige. Du bist in meiner Schussbahn. Ja, das Ding, Alter. Also das ist ja quasi die Haupt-CD, also die in Grau gehalten ist quasi die Haupt-CD und das wird wahrscheinlich eine EP oder so. Mal gucken, überraschen lassen, was die Zeit bringt. Du bist in meiner Schussbahn. Eine Leine macht dich kaputt, Mann. Du bist in meiner Schussbahn. Du bist in meiner Schussbahn. Echt fettes Ding, Alter. Echt fettes Ding. Aber okay. Also. Echt ein paar fette Lines mit drin, schöne Vergleiche. Beat. Passend zur Atmosphäre. Die Hook. Die ist echt. Die hat's in sich. Die finde ich nice. Ich bin mal gespannt. Vielleicht kommt da noch was auf uns zu. Sind ja 3 Monate Zeit. Da wird der eine oder andere Track noch released. Mal gucken. Vielleicht jeden Monat komplett andere. Also Neo fast in anderen Rap-Genre vielleicht. Oder bleibt das jetzt das Battle-lastige? Mal gucken. Es ist nicht, dass er jetzt die Autotune und Sommerhits scheiße macht, sondern musikalischer. Vielleicht. Ich weiß, er hat doch einiges drauf. Ich bin mal gespannt. Überraschen lassen. Wie ihr es findet, könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben. Dann der Track. Alles unten in der Infobox ist der Track und der Kanal. Wenn ihr vorbeigucken wollt, gönnt euch. In dem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Haut rein, Leute. Macht irgendwas Sinnvolles und bis zum nächsten Video mit mir, der Rapper-Löse, meine Damen und Herren.